So, vor der Spiegeltour, angespielt oder Preview oder jetzt gerade ist es rausgekommen, Darkest Dungeon, der zweite Teil, vor Ewigkeiten mal selbst gespielt auf dem Kanal immer. Es geht eigentlich darum, eine Gruppe von Abenteuern loszuschicken, um das Böse zu bekämpfen, wo man auf HP und Wahnsinn geht so ein bisschen. Also die können verrückt werden, deine eigenen Leute, oder können im Kampf sterben. Jetzt im zweiten Teil weiß ich nicht, wie es gemanagt ist. Wir werden uns das einfach angucken jetzt, indem ich eine neue Reise beginne. Ist natürlich immer wieder keine Sache. Man wird auf jeden Fall sterben und man lernt halt mit jedem Run immer mehr dazu, wodurch man das nächste Mal es besser machen wird. Wer den Kanal unterstützen will, kann das gerne bei Epic kaufen mit meinem Creator Tag Dr. Proof, einfach der Nickname, der hier verwendet wird für Twitch und auch für YouTube. Und wir beginnen jetzt eine neue Reise. My friend, our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it. Unafraid. Take this. It is hope. The very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the Darkest Dungeon. Schließe deine Beichte ab. Leugnung. The shackles of denial must be destroyed. Die Kutsche. Mit Linksklick einsehen, mit Rechtsklick ausblenden. Ach so, hahaha. In der Kutsche befindet sich die Flamme, der letzte Hoffnungsquell der Welt. Sie lässt auf der Fahrt allmählich nach, kann aber durch bestimmte Aktionen wieder gestärkt werden. Je trüber das Licht, desto schwieriger für die Gruppe. Lasse die Flamme niemals erlöschen. Ich fahre mit einer Kutsche? Wenn die Flamme unter 40 fällt, wird es deutlich gefährlicher für deine Helden. Monster erhalten Kampfbonus, die Chance steigt, dass Kampfmodifikationen sie weiter stärken. Außerdem ist es bei einer schwachen Flamme wahrscheinlicher, dass die Helden negative Affinitäten entwickeln. Also der Stil ist wirklich sehr einzigartig gewesen. Wait for the lantern's light and welcome what help may come. Die Wegkreuzung, mein erster Unterstützer. Oder ist das meine generelle Truppe? More devastating than the horrors of 100 campaigns. Position vorn, Schutz robust, Gegenschlag. Hier sehen wir die stärksten Positionen für den und was der angreift. Hunted, harried, a fugitive seeking to outpace the past.
der Hunter. Schön, dass sie jetzt in so eine. Es war ja vorher wirklich komplett 2D. Jetzt sind das 3D-Modelle mit Cell-Shading-Grafik. Slips unseen into the catacombs of the mind. Jetzt, ich verstehe nicht, wie man jetzt fragen kann, ob das der zweite Teil ist. Es steht zweiter Teil im Titel und ich habe auch gerade noch erwähnt, dass es der zweite Teil ist. Indiscriminate science stains the surgeon's hands. So, da sehen wir schon, Profilstufe muss gesteigert werden, damit wir andere wählen können für unsere Grundhelden-Truppe. The road is yours to travel, but you are not alone. Let us temper this world's cruelty. Just a little. Euer Stil ist halt wieder Hammer. Halt erblinden beim Helden. Halt einen Stress. Tempobeutel zum Dodgen. Geringer Weihrauch der Reinigung. Vorräte können wir immer gebrauchen. I remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake that would doom us both. Die letzten Verzweifelten. Wir mögen sich alle freundlichen Menschen im Schein unserer Fackel zusammenschließen. Es liegt an uns, die Fackel zu tragen, und es ist ein weiter Weg. Hoffnung breitet sich aus, wenn sie einmal geschöpft wurde. Während Begegnungen wie diesen äußern die Helden eine Meinung dazu, was du tun solltest. Du musst dich für eine entscheiden. Klick und halte eine Auswahl gedrückt, um sie zu übernehmen. Unten auf dem Bildschirm siehst du in der Vorschau die Ergebnisse. Ja, ist ja alle haben denselben Effekt. What you can and be off once more. Au, verdammt. Schmerzen. Entschuldigung. Das hat uns ein wenig gekostet, aber es kann sich bezahlt machen. Relikte Meisterschaft Stärke. Übrigens bin ich genau über die Information. Ich bin mich mal ganz kurz am Bewegen. Da unten rechts können wir sehen, wie weit wir noch von unserem nächsten Ziel entfernt sind. Oh, es gibt sogar Verbesserungen für die Kutsche. Und ich kann die Kutsche umbenennen. Ahead, only trial and tribulation. In der Statusanzeige eines Helden findest du wichtige Informationen. Drücke C oder Rechtsklick auf ein Heldenporträt, um sie zu öffnen. Zum Beispiel seine Widerstände. Ah, und da ist auch übrigens die Sache mit Accessoires hinzufügen. Um die Helden zu verstärken. To attempt and fail is no shameful thing. The bulwark of your denial is giving way. Yeah, Zombies. Da ist vom Stil echt noch wie früher.
So, mit dem Angriff wird er um vorwärts gehen, um zwei Feld, ne, um ein Feld. Egal, wo ich bin mit meinem Kopf, ich verdecke immer was. Achso, Ziel anvisieren, ist auf sich selbst. Ausweichen plus 50% Chance. Und der nächste Angriff hat 100% Chance, kritisch zu treffen. Kann ich vorher schon sehen, was die angreifen werden. Der Kampf ist rundenbasiert. In den meisten Fällen dauert er, bis eine Seite vollständig besiegt wurde. Sobald ein Kampf einmal begonnen hat, gibt es keinen Rückzug mehr. Ich muss sagen, auch wenn es schon lange her ist, das alte Interface fand ich ein bisschen übersichtlicher. By confronting the past, we learn to face the future. Are you shaken? Weil es war ganz cool, dass die Grafik sich jetzt da so verändert hat. Plus 10% Damage. Aber gerade finde ich das nur etwas gewöhnungsbedürftig. Rest now for a time. Die Freundschaft zwischen Baristan und Paracelsus wächst. Die Gruppe hat den Gasthof Fackel und Krone erreicht. Im Gasthof können die Helden sich zwischen Regionen ausruhen und erholen. Man kann im Gasthof Gegenstände kaufen. Der Gasthofladen bietet eine begrenzte Menge Vorräte an, die du mit Relikten kaufen kannst. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Die Auswahl des Gasthofladens sieht jedes Mal anders aus. Nur beim Wagenmacher kannst du Kutschenverbesserungen montieren oder entfernen. Klicke und ziehe sie aus dem Inventar, um sie zu montieren. In Reiter Kutsche des Inventars siehst du schnell, welche Verbesserungen dir zur Verfügung stehen. Bevor du vom Gasthof aus wieder aufbrichst, musst du auswählen, in welche Region es als nächstes gehen soll. In jeder Region gibt es unterschiedliche Feinde und Herausforderungen. Für manche ist deine Gruppe eventuell besser gerüstet als für andere. Regionen haben einen Modifikator und ein Ziel. Beide ändern sich jedes Mal, wenn du eine Region bereist. Der Modifikator sagt dir, welche besonderen Effekte dieses Mal aktiv sind. Das Ziel ist eine optionale Herausforderung, die du in Angriff nehmen kannst. Wenn du das Ziel erfolgreich abschießt, erhältst du bei deiner Ankunft im nächsten Gasthof die angegebene Belohnung. Die Meisterlehrerin bietet dir die einzige Gelegenheit, auf deiner Reise die Fähigkeiten von Helden zu verbessern. Meisterschaftspunkte erhältst du als Belohnung, meistens durch Kämpfe. Alle Fähigkeiten der Helden haben eine Verbesserungsstufe. Klicke und halte die gewünschte Fähigkeit gedrückt, um sie zu verbessern. Das kostet dich einen Meisterschaftspunkt. Verbesserte Fähigkeiten können viel bewirken. Setze die Punkte mit Bedacht ein, denn sie müssen für die ganze Gruppe reichen. Learn what can be taught, that you may stand just a little taller at the end.
Ja, einen Meisterschaftspunkt und den kannst du dann verwenden. Each improvement, a new variable in the equation of your fate. Nahrung wird vermehrt gestapelt. Ach witzig, dementsprechend, wo ich das hinmache, sieht das, kommt es an eine andere Stelle an die Kutsche. Der Fauteur, das Dickicht. Maidas Lazarett, Belohnung plus 250 Hoffnung. Belohnung Koffer, plus 4 Inventarplätze auf der Kutsche. The tainted crop continues to spread its tendrils of rot and pestilence. So, sonst sind die alle fit. Also können wir direkt wieder aufbrechen. Früher bist du in die Dungeons ja reingegangen mit der Truppe. The rancid crop grows unchecked and abhorrent. Was es gibt. Außerhalb des Teils steht der Weg dich vor Entscheidungen. Öffne die Minikarte mit M oder klicke auf das Wagenrad. Kämpfe höchstens dreimal auf der Straße. Und das ist die ganze Strecke. Consider all variables. But do it quickly. Nee, dann fahren wir geradeaus. Let us temper this world's cruelty. Just a little. Habt ihr Stress, weil ich Sachen ramme? Oder ist es einfach nur durch die Umgebung? Diese Menschen brauchen vor allem Hoffnung. Sind keine negativen Folgen zu erwarten, wenn wir helfen. In this world. Wealth is worthless without purpose. Sie überleben trotz schrecklicher Zustände. Auf der Reise kannst du viele andere Orte sehen. Weggabelungen bieten dir die Wahl zwischen zwei oder drei verschiedenen Zielorten, die über der Straße durch Symbole angezeigt werden. Wenn der Weg erkundet wurde, erscheinen die Symbole für die entsprechenden Orte. Helden äußern oft einen bevorzugten Zielort, der als Symbol über ihrem Porträt angezeigt wird. Beachte, dass Helden Stress erleiden, wenn du ihre Präferenz ignorierst. Ach, das war die Sache. Deshalb sind die angepisst gewesen. Wir sind vier Leichen in einem rollenden Sarg. Also auf manchen Straßen haben Feinde Barrikaden errichtet. Sie werden dich angreifen. On to the next.
Versag. Continues. Ach so, nur wenn die Lebenspunkte unter 25% sind, kann ich jemand um 33 heilen. Oder sich selbst heilen, oder sie kann nur sich selbst heilen. Dass die Musik nicht passt zum Teil, ist wirklich Ansichtssache. Weil ich finde die Musik bis jetzt ziemlich passend. Ich habe sie ein bisschen leiser gestellt halt. Okay, die scheinen irgendwie sich jetzt mehr zu mögen. Na, dann kannst du nur Verteidiger. Ganz witzig mit den Grabsteinen, dass sie die Positionen einnehmen, dass sie zerstören muss, damit der vorrückt. Tja, abgewehrt. Messy. But effective. Ich weiß nicht mehr genau, ob das mit den Grabsteinen früher auch schon so war. Das ist jetzt mein einziger Kritikpunkt nach den ersten Minuten, dass das Interface wirklich gewöhnungsbedürftig ist erstmal. Aber sonst haben die wir den Stil super getroffen. Frage? Nein, nicht wegwerfen. Ich glaube, das Überfahren von diesen Fleischsäcken auf der Straße macht keinen Stress. Sie sind halt einfach manchmal von sich aus gestresst bei der Reise. Ach so, da ist der Kampfgegenstand zum Ausrüsten. Das habe ich gesucht.
Aber warum kann ich den Abfall nicht essen lassen? Wegen Fuzzy Eater. Das, was da steht, blockt bei Fuzzy Eater. Denke nicht, dass die Kutsche sehr leicht zu steuern wäre. Es ist eher ein Gimmick, dass du auf der Straße nach links und rechts fahren kannst. Perhaps you left it for yourself. Perhaps it is not here at all. Achso, da sind die Beziehungspunkte, aber welchen Vorteil bringt mir das, wenn die in Beziehung gehen? Stärke-Buff. Minus 1 Chance für eine positive oder negative Affinität. Achso, sind irgendwie Gasthof gegen... Achso, ich kann die Sachen am Gasthof benutzen. Entschuldigung, ich bin gerade auch, das ist die erste Runde. Das ist die Early Access Version, die jetzt rausgekommen ist, weil nochmal die Frage war. Und gibt es hier eine Geschichte am Anfang, wo ein Kapitel angezeigt, also gibt es definitiv eine folgende Story, während das der erste Abschnitt ist die Läuterung. Foul winds and foul tidings. No doubt the source is within. Ist ein Zombie-Schaf? Kann von anderen Seuchenfresser gefressen werden. Nutztier. Brilliant conclusion. Da ist halt eine Monsterziege. Schön. Das war schon mit der Ziege. Wenn ich 50% Trefferchance noch habe, passiert das eigentlich nicht. Rache wird am besten kalt serviert, my friend. Moment. Das ist, um mich zu bewegen.
N21, wenn du aufpassen würdest. Es tut mir echt leid, aber ich muss es einfach so erwähnen. Wir haben am Anfang eine Charakterauswahl gehabt. Da hat man gesehen, dass welche Charaktere verfügbar sind und dass gewisse Charaktere erst mit der Zeit freigeschaltet werden, wenn du Runs abschließt. Weil die an deine Profilstufe gekoppelt sind. Deshalb manchmal verstehe ich Fragen nicht. Also man kann gerne Fragen stellen, aber nicht Fragen, die sich selbst beantwortet haben. Du bist seit Anfang an dabei. Ja, grafisch haben sie sich echt Mühe gegeben. Schon echt heftig, was das kleine Team da rausholt. Achso, ich kann Fienor zum nächsten Kampf übergehen. Ach komm. Da ist noch mehr im Haus los. Na, vielleicht hätte ich doch nicht weitergehen sollen. Das sieht alles sehr hässlich aus. Lord, Seuchenfresser. Was für ein hässliches Charakterdesign. Nächster Angriff macht 50% mehr Schaden. Ach, der ist so fett, dass er zwei Felder einnimmt. Der nächste Treffer könnte tödlich sein. Ja, das hoffe ich doch. Ich fasse es nicht. Ach, die fressen die Ziege und kriegen HP dadurch. Ooh.
Ekelhaft. Stress. Neben ihrem LP spielt für Helden auch Stress eine Rolle. Sie beginnen die Reise mit null Stress, doch durch verschiedene Spielereignisse steigt er. Stress kannst du mit verschiedenen Gegenständen im Gasthof behandeln. Ja, du bist schon sehr angeschlagen vom Stress her. Messy. But effective. Nee, ihr seid so resistent gegen Gift. Das bringt mir auch nichts gerade. Toll, jetzt hat er den Grabstein gefressen. In crisis, we can rely only upon each other. Cooperation is the key. Empowered, emboldened. Du musst mal nach hinten wieder. Aber warum krieg ich die nicht über die Schwelle des Todes gedrückt? The work continues. Und dann nicht so richtig verstanden, weil jetzt hat er zum Beispiel ja irgendwie die Beziehung verschlechtert. Und ich wüsste gar nicht warum. Danke, Juri, für ein Geschenk von Stufe 1 Sub. Vielen Dank. Du lässt mich einfach hängen. Also mein Schurke scheint gerade ein bisschen angepisst zu sein. Insgesamt. Boah, Gott sei Dank. Ich denke mal, danach werde ich das Kampfgebiet verlassen. Ich glaube, den nächsten Kampf werde ich nicht mehr packen. Wenn der Stress eines Schars so hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Beziehung negativen Einfluss bekommt. Resistance will overcome even the greatest of threats. Nein, escape. An unexpected find. Hart verdiente Trophäen aus vergangenen Herbsten mit siegreicher Ernte.
Also wir wollten nach links fahren. Jetzt fahren wir genau auf den Kampf zu. Das ist mehr Stress, als ich benötige oder haben sollte gerade. They revel in debauchery, debasing themselves in the face of the end. Yeah, noch mehr solchen Fresser. Ah nee. Mit ein wenig Geld können wir uns eine Menge Ärger ersparen. Alle Informationen. Schärft eure Dolche. Alle Informationen. Meine Güte. Wird die Karte der Kutsche auf jedem Run gleich bleiben oder sich ändern? Also soweit ich das noch von früher weiß, wird sich das wahrscheinlich auch ändern. Jeder Run wird gleich sein, also nicht gleich sein. Jeder kann den Schutz gebrauchen, nicht nur du allein. On to the next. Lethality writ large. Eins zu wenig. A brilliant conclusion. Experience, however painful, is the greatest teacher of all. Kleines Relikt zum Verstärken. The loathing festers. Und weiter. Noch 52 Meilen bis zum Gasthof. Ach, warum strapaziert das denn alles eure Nerven? Bah, warum sitze ich in sowas wie einer Kutsche fest?
Relikte sind wertlos für die Wissenschaft. Lieber etwas Nützliches als eine Handvoll Relikte. Schieben wir den Karren aus dem Dreck. Tja, ist das jetzt plus 3 da unten Negativeffekt oder plus 3 Positiveffekt? Ich verschenke die Relikte, dann krieg ich Essen und Flammenwert. Spielkarten. Ups. Scheiße. Ihr wolltet links lang. Das schaffe ich aber nicht mehr. Die Kutsche kann nicht rückwärts fahren. Oh ja! They thrill to the succulent flavor that grows up from some nightmare pit far beneath the earth. Ne, die wollten nach links fahren. Die haben eine Präferenz, wo lang die fahren wollen. Und wenn du dich dagegen entscheidest, macht das Stress. The Wainwright awaits, eager to ply his trade. Ich kann nicht weiterfahren, weil mein Inventar voll ist. So, 21 kann ich mich nur mittragen. Wo kann man die Kutsche denn verbessern? Oder kommt das im Gasthof? Kutschenverbesserungen werden im Gasthof gemacht. Trübes Licht, Helden. Was soll ich denn machen, Ladies? She understands the futility of her work. And undertakes it nonetheless. Danke, Matt, für dein Prime-Sub. Toll, ich könnte euch nur heilen hier. Ah ne, Therapie. Aber mit Therapie kann ich seine Fähigkeiten verändern. Schaut beim Anblick vom Blut. Even the worst habits can be overcome. Bücher aus der trockener Humor brennt am besten. Even the worst habits can be overcome. Warum gilt belesen eigentlich als schlechte Eigenschaft? A simple choice. At least it should be. Heldenschrein führt die Geschichte eines Helden fort. Ich glaube, aufgrund des Stresses wollte er sich selbst umbringen.
restless souls thrive in chaos they create. Ich habe keine Ahnung, warum der plötzlich den Schaden bekommen hat. A little help impeccably timed. Ja, jetzt muss ich, die müsste ich einander jetzt helfen, damit der Zwietracht-Effekt zwischen denen wieder weggeht. Das wird nämlich kein positiver Effekt sein. Lethality writ large. Messy, but effective. Oh, erzähl doch nicht. There is comfort in company. Du bist einfach ein bisschen sehr gereizt, mein Freund. Hat er den gerade dem Zug geklaut? Der Tank hat doch angefangen. Das kommt drauf an. Aber was ist das eigentlich für ein Heldentrupp? Die pissen sich ja nur an. Echt, ey. Fast wie auf Arbeit. Echo der Vergangenheit. Ich lasse mich nie wieder einsperren. Mit meinem Ehrgeiz übertrumpfe ich andere Offiziere bei Abendveranstaltungen und Übungskämpfen. Die Tradition hat uns zueinander oder vielmehr zum Geld jeweils des jeweils anderen geführt. Spott und Geflüster trieben mich nur zu weiterem Lernen an. Man-at-Arms, Chapter 1, A Premature Promotion. The politics of a military career are perhaps as treacherous as war itself. Though untested in combat, his acumen for advancement was unmatched. Through a dubious campaign of influence and intimidation, he had at last claimed a coveted command,
and was eager to bask in the glory of the victories that were sure to come. Was habe ich bekommen? Meisterschaft und Kampfgebrüll, eine weitere Fähigkeit. Ja, aber es ist wieder so, du musst halt wirklich spielen und dadurch lernen. Procrastination of the inevitable is futility itself. Entfernt 3 Geschwindigkeit. Stopp, ihr wollt nach links. Chaos must be met with unwavering resolve. Förster. Hack ins Gesicht. Kann von den meisten feindlichen Fähigkeiten nicht anvisiert werden. Verdammt, da habe ich gerade was dagegen bekommen. A promising development. Rückstoß widerstanden. Meine Mann sind mega gereizt, weil ich habe im ersten Gasthof vergessen, den Stress vom Anfang wegzumachen. Und vielleicht habe ich beim ersten Kampf ein bisschen zu sehr reingehauen. Das hat ihn nochmal zusätzlich gestresst. A brilliant conclusion. Guten Abend, Evie. Steady yourself. Okay, Nervenzusammenbruch kostet halt die HP. A little help impeccably timed. Deshalb hat er auch so viel verloren. Werdet doch wieder Freunde. Runde 3 von 5. Cooperation is the key. Bin ein Fan mittlerweile von dir, hab alle Folgen von Days Gone gesehen. Dankeschön dafür. Ich hoffe, es hat dir gefallen bis zum Ende. Auch wenn ich nicht mehr alle Hornen gemacht habe. Straßenkämpfe gehen nur 5 Runden. Nach 5 Runden ist der Kampf einfach vorbei. Danke für die Info. Okay, du wirst vom Gifthauch getötet.
keiner lässt sich hängen. Versucht er nur, ihre Beziehung zu verbessern. Oh, wegen Zwietracht macht er 50% weniger Schaden beim nächsten Angriff. Schau dir mal seine Folgen zu State of Decay 2 an. Seine Fahrkünste sind legendär. Hallo, in State of Decay 2 waren die Fahrzeuge auch doof zu steuern. Da gab es übrigens so viel Erweiterung. Ich habe es bei mir installiert, weil ich nochmal reingucken wollte, aber man kommt ja zu nichts. Es reicht nicht. Weniger schlafen, mehr spielen. Ne, ich muss manchmal auch vom PC weg. Ist leider so. Toll. Meine Aktion: Schärft eure Dolche oder alle Informationen. Vor allem gibt es in dem Ding wieder, ich glaube, 5. Ich glaube, man kann links oben dann immer schon sehen, wie viele Kämpfe kommen würden. Es sind, glaube ich, 5 Stück Leichenkarren. A brilliant conclusion. Ach, Dreck, gut in die Fresse geschlagen. Narrowed eyes, muttered threats. All trust is lost. Leute. Macht mich fertig, ey. Hol ihn hoch. From the brink. In crisis, we can rely only upon each other. Empowered, emboldened. Cooperation is the key. Es ist aber, ist Darkest Dungeon, der erste Teil war auch schon schwer, also durchgehend. Ist einfach so. Doofe Kuh, ey. Resistenz gegen Gift 80%. Was genau hältst du vor uns geheim?
gar nichts. Da ohne Kack gleich. Feinde müssen, wenn möglich, dieses Ziel angreifen. Das ist ja richtig scheiße. Verteidiger. Nein, du hättest keinen Schutz gebrauchen können. Alter! Die hat die Heilung verhindert. Weil die Argwohn gegen den hat. Warum seid ihr alle so kaputt und hasst euch? Ist das GZSZ das Ende der Welt? Okay, damit kann ich leben. Tja, gute Beziehungen sind erstrebenswert. Hat halt nur nicht so gut funktioniert beim ersten Mal jetzt. Suffering begins. Eine Beziehung prägt sich aus. Ach, alle ficken sich einfach gegenseitig. Und zwar richtig. Dabei fahren die doch gerade mal 50 Meilen in der Kutsche. Suffering strengthens the bond. And now, the greatest test of all. Die ganze Sache hier wird nicht besser, ey. A breakthrough. Ich weiß gar nicht, wie man sich so viel im Kampf anschreien kann. Nächster Nervenzusammenbruch. Ja, hasst euch alle! Muttered threats.
all trust is lost. Einsatzlimit erreicht. Ich wusste gar nicht, dass Gefechtsmedizin, ach so, nur dreimal pro Kampf einsetzen kann. Komm, sei geblendet, danke. Boah, und er frisst die Leichen, die rausfallen bei ihm. Soaked brows, unsteady stances. Exhaustion takes hold. Du hast gerade einen Fleischberg auf dem Boden verfehlt. Cooperation is the key. Fleischberg ist so niedrig, man kann den Schaden nicht sehen. Ich glaube, aber es ist der letzte Kampf. Also nicht, weil ich verkacke, sondern einfach auch von der Stage. Fight through the fatigue. Let us hope they find peace. Alter Schwede, ey. Wenn alle Helden gestorben sind, endet die Reise. Hör auf, meinen Grabstein anzugreifen. Das hat er nicht verdient. So kacke. Weil jetzt frisst er einfach das, was vor ihm liegt und heilt sich wieder. Und er kotzt die Leichen ja selbst aus. Was ist das denn für ein fieser Move, ey? Dass die Beziehungen alle so im Arsch sind jetzt schon, das macht die Sache nicht einfacher.
Oh, der widersteht gegen Blutung. Danke für deinen Stufe 1, Anthony. Was hat denn für einen Widerstandswert gegen Blutung? Nur 30. Problem ist auch einfach, durch die Finsternis, die kommt, weil die Fackel erlischt, wird das ja auch nicht leichter. Aber dadurch, dass er das Fleisch gegessen hat, hat er den Giftbuff bekommen. Danke, True, für deinen Stufe 1 Sub. Vielen Dank. Ich versuche jetzt einfach, den noch runter zu packen. Boah, das jetzt ist ja nur Schwelle des Todes ja auch noch, ne? Kannst bitte durch die Blutung jetzt einfach sterben? Nö, natürlich nicht. Resistance will overcome even the greatest of threats. The loathing abates. Nee, jetzt kommt dem... Ach, scheiße. Puh, verpiss dich endlich. Beziehung prägt sich aus. Nur vom Fahren. 5 Meter gelaufen. Ey, verpiss dich endlich. Ja, super. Dankeschön. Beim Fahren heilen die sich übrigens ein bisschen auf. Das ist ja wenigstens noch ganz nett. Nee. Das schaffe ich nicht. Jetzt wird der Schurke auch fehlen für den Schaden. Steady yourself. Oh mein Gott. Let us hope to finish this quickly. Mit Prime kann ich ja kostenlos sammeln. Wusstet ihr das? Ja, das erzähle ich häufiger. Ich habe jetzt innerlich schon ein bisschen aufgegeben, muss ich sagen. Let us hope they find peace. Deshalb krieg 50% Zusatzschaden. The work continues. Ah, er geht wenigstens an den Grabstein. Du hast es ja gut. Zwischen den ganzen toten Verbündeten zu stehen.
immerhin. Messy, but effective. Aber erledigt sind wir trotzdem. Weil da oben kommt ein Wächter. Und ich habe keine Ahnung, was das passiert. Also was da passieren wird. Feindlicher Hinterhalt. Fick dich, Henne. Einfach nur ficken. Ich glaube, das sind die, die mich jetzt abholen sollen. Zum Tod. Feindlicher Hinterhalt, Kampfbeginn, umstellen. Aber das Gegnerdesign ist halt echt Hammer. Steady yourself. Na komm, sterbt. Wir haben jetzt eh keine Chance. Ich glaube, das wirklich der Hinterhalt kommt, nur weil schon zwei Helden tot sind bei mir. Weil wir einfach eh am abgefuckt sind. Die ganzen Animationen und so, echt super. Müssen wir uns mal einen Abend Zeit nehmen für eine, also für ein paar Partien. Das ist ja jetzt erstmal nur so ein bisschen angespielt. Let us hope they find peace. Und es endet natürlich im Tod. Ich glaube, das war jetzt auch, weil mir die Fackel ausgegangen ist. The flame grows stronger. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Ja, jetzt sind wir auf Stufe 3. Learn from each attempt. Kriegen dadurch ein paar Belohnungen. And victory will come. Und wir haben eine neue Charakterklasse freigeschaltet für den nächsten Run. Die Barbarin. Aber richtig cool, ey. Oh mein Gott, es startet einfach direkt wieder sofort. Stagnant and sprawling. This hellish abyss extends beyond sanity itself. Weil the seat of your denial. Ja. Perched precariously in the murky. Ah nee, nicht nochmal die Videosequenz. Die haben wir vorhin schon mal gesehen. The shackles of denial must be destroyed. Aber fürs Angespielt machen wir hier jetzt erstmal den Break. 1,5 Stunden Einblick in The Darkest Dungeon 2. Es wird genauso super, also ich finde es ist genauso toll wie der Teil davor. Where lost souls hope to find vor allem, weil es jetzt erst im Early Access ist und es wird halt dann wieder noch mehr werden. Neue nette Dame, die Barbarin. Ja, da sieht man schon die Skills, die man freischalten könnte, wenn man diese unterschiedlichen Stufen macht. Ach, witzigerweise bleiben die. Also jeder Held hat ja auch so eine gewisse Geschichte. Das hatten wir ja vorhin mit dem Waffenknecht. Und die Fähigkeit, die er da gefunden hat, die behält er auch. Oder, ja, oder ich habe die freigeschaltet durch den Run. Also es gibt einen immer weiteren Progress. Fügt es im ersten Teil genug hinzu? Sei mal dahingestellt, ne?
und ihre positiven und negativen Effekte ändern sich auch mit jedem Run. Ja, cool. Wenn ihr es gefallen hat auf YouTube, kauft euch das bei Epic. Könnt dann den Creator Tag Dr. Proof mit einfügen. Wir müssen uns dafür aber wirklich Zeit nehmen, mal, dass wir einen Abend ein bisschen mehr machen, als nur so mal einen Run zum Reingucken. Aber es kostet halt auch viel Zeit. So, an der Stelle machen wir aber den Break und gucken dann wieder in Age of Empires 4 rein als nächstes.